Guten Tag, hier ist das Ideenexpo TV Studio hier im Lila-Bereich Kommunikation. Kommt gerne vorbei. Und wir haben mal wieder Besuch, und zwar von der Firma Volvo Construction Equipment. Vielleicht mögt ihr mal ganz kurz sagen, wer ihr seid, was ihr so macht. Ja, mein Name ist Heinz-Wilhelm Zettius und ich bin der Ausbildungsleiter im gewerblichen Bereich. Ich bin Mario Vigan Behmann und ich bin dualer Student Maschinenbaufachrichtung Produktionstechnik in Hameln. Mein Name ist Julian Bartels und ich mache eine Ausbildung zum Industriemechaniker. Ja, mein Name ist Kalle Helms. Ich mache genau wie Julian eine Ausbildung zum Industriemechaniker und bereite mich im Moment gerade auf meine Abschlussprüfung vor. Okay. Ihr habt uns ein paar schöne Geräte mitgebracht. Erklärt uns mal genau, was das hier alles ist. Das erste, was Sie hier sehen, ist ein Verbrennungsmotor. Den haben wir in der Lehrwerkstatt selber gebaut bei uns. Komplett die ganzen Teile selber gedreht und gefräst. Und ist ein Viertaktmotor und ja, ist halt ganz normal, wie man das so auch aus dem Auto kennt oder so. Das heißt, damit könnte man jetzt was antreiben, wenn man es anmachen würde? Es kommt jetzt drauf an, der hat jetzt nicht so die große Kraft wie ein Automotor, ist natürlich klar, hat auch nur einen Zylinder. Ach, das wäre der Zylinder hier, das Ding hier? Oder? Der Zylinder läuft hier drin. Ja. Und das vorne könnte man dann halt hier noch verschiedenes anbauen, halt nur wirklich kleine Sachen, die man dann damit betreiben könnte. Also es wäre sozusagen die kleinere Version eines Automotors, mal ganz grob gesagt. Grob gesagt, ja. Ganz grob gesagt. Macht ihr das in der Ausbildung freiwillig oder wird jetzt gesagt, so, heute bauen wir einen kleinen Motor? Nein, wir machen das natürlich auch ein Stück weit mit freiwillig. Ja. Es ist auch so, wenn uns dieses Projekt nahegelegt wird, dass wir halt auch bei diesem Projekt zum Beispiel jetzt, kann ich das von mir sagen, ich habe dann auch Eigeninitiative und alles an den Tag gelegt, damit das Projekt weitergeht und dass man halt auch dann immer noch besser sozusagen dieses Projekt aufbauen kann. Wie viele Arbeitsstunden stecken da drin? In diesem jetzt schätzungsweise bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich nicht von Anfang an dabei war. Ja, so ungefähr 40, 50 Arbeitsstunden etwa. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte, wenn mir jemand sagt, bau mal einen Motor. Vielleicht kannst du mir das erzählen. Fängt man irgendwie an zu malen oder baut man gleich drauf los? Nein, wir hatten jetzt hier Zeichnungen, wo halt verschiedene Bauteile, das war halt in Baugruppen, zum Beispiel hier oben bei dem Nockenwellenkasten haben wir dann angefangen. Wir haben uns halt hier wirklich von oben nach unten durchgearbeitet und dann bei jedem Teil auch bis auf dann hinterher auch die kleinen Teile und alles fertig gemacht, damit man dann hinterher wirklich dann rein die Montagen nur noch vornehmen kann. Vielleicht der Hintergrund, um das besser zu erklären. Wir haben, oder Volvo hat sich auf die Fahnen geschrieben, Umweltschutz in den Vordergrund zu stellen. Und wir wollen unsere Motoren eben entsprechend auch ausstatten nach Tier 4. Und wir haben ein Problem mit dem Abgas. Das Abgas ist von der Temperatur sehr hoch. Und das war der Anlass zu sagen, wir wollen einen Motor bauen, wie hier diesen Stirling-Motor. Wir wollen die Temperatur einfach nutzen. Und das war die Idee unserer Auszubildenden. Und um das eigentlich hier auf der Ideenexpo darstellen zu können, dass ein Auspuff Wärme hat oder erzeugt, wollten wir das hier an diesem Modell erklären. Ist leider eben hier nicht möglich aufgrund der technischen Bedingungen, die wir hier haben. Wir haben keine Absaugung und so weiter. Aber der Grund für diesen Motor ist eigentlich dieser Motor. Wir wollen eigentlich unseren Ingenieuren an die Hand geben, überleg doch mal in die Richtung. Wir haben hier einen Stirling-Motor, das ist ein Warmluftmotor, der diese warme Luft, die hier irgendwo am Abgasrohr entsteht, nutzt für den Antrieb für meinetwegen irgendwo einen Elektroerzeuger oder Stromerzeuger oder irgendwas in der Richtung. Also das wäre noch ein ganz anderer Motor da rechts. Ja. Das heißt, der ist ebenfalls in einem Auto eingebaut? Noch nicht. Aber er soll eingebaut werden, die Hitze zu nutzen? Richtig. Okay. Das ist unser Ansatz. Oder den hast du gebaut? Ja. Ja, nicht gebaut, den haben wir auch, wie gesagt, zusammen in der Lehrwerkstatt gebaut. Und ich bin ja dualer Student und in den Semesterferien bekomme ich immer Praxisprojekte. Und mein Aufgabenbereich war dieses Semester, dass ich halt den Wirkungsgrad erhöhen soll, indem ich halt, wir haben hier zwei Kolben drin, einmal den Verdrängerkolben, der ist hier drin, und einen Arbeitskolben, der befindet sich hier drin. Und indem ich die Reibung vom Arbeitskolben verringern sollte. Und dann habe ich halt angefangen, verschiedene Werkstoffpaarungen auszuprobieren, geeignete Schmiermittel. Wir haben den Zylinder sogar gehohnt,
Da entsteht eine sehr glatte Oberfläche mit einem bestimmten Kreuzschliff, was ein gutes Ölhaltevermögen hat. Und so haben wir halt angefangen, den ein wenig zu optimieren. Das heißt, ihr habt einen Bunsenbrenner drunter, wenn eine Flamme diesen Kolben erhitzt. Ja, vielleicht können wir es gleich zeitgleich mal demonstrieren und dann kann ich nebenbei ein bisschen erklären. Genau. Also hier ist wie gesagt der Verdrängerkolben, der erhitzt Luft und die Luft kann durch den kompletten Stirling-Motor, hier sind Bohrungen drin, wandert der nach unten und kann den Arbeitskolben von unten mit Luft oder mit Druck beaufschlagen. Und wenn es soweit gekommen ist, dass die Luft sich komplett ausgedehnt hat, dann wandert der Kolben nach oben. Ja. Und zieht den Verdrängerkolben, der sich hier drinnen befindet, nach vorne. Hier vorne sind Kühlrippen. Und dort kann er sich abkühlen und im Sinne der Bewegung wandert er wieder nach hinten und zieht kalte Luft mit nach hinten. Und dann beginnt dieser ganze Prozess wieder von vorne. Das heißt, die Luft expandiert und zieht sich wieder zusammen. Und das ist halt ein fortlaufender Prozess. Und wie man sieht, fängt er jetzt schon an. Es wird halt eine schlecht nutzbare thermische Energie in, ja, in dem Fall mechanische Energie umgewandelt. Und der treibt jetzt gerade so einen kleinen Propeller da oben dran an. Genau, wir haben hier vorne einen kleinen Generator angeschlossen. Der erzeugt halt Strom und mit diesem Strom treiben wir wiederum einen Propeller an, der die Kühlrippen noch mit Luft umströmt, um diesen Kühlprozess noch ein bisschen zu unterstützen. Okay, das heißt, wenn man das nachher ins Auto einbauen würde, was könnte man damit antreiben? Also speziell dachten wir bei uns am Straßenfertiger haben wir auch einen Generator, der vom Dieselmotor mit angetrieben wird. Und der versorgt wiederum Heizstäbe mit Strom, um unsere Bohle hinten zu erhitzen. Und da dachten wir uns, wir könnten eventuell die Abwärme vom die Abgase nutzen und damit einen Generator erzeugen mit dem Stirling-Motor und dann wieder halt diese Bohle erhitzen. Wir haben ein paar Bilder dazu. Da war jemand draußen bei euch, hat das gefilmt. Genau, das ist, glaube ich, der Radlader-Simulator, den es bei euch am Stand gibt. Da darf man Bagger fahren, ganz simpel gesagt, oder? Richtig, es ist eigentlich eine Profimaschine, wo Profis drauf ausgebildet werden, die wir hier halt als zur Simulation nutzen, um Schülern zu zeigen, wie fühlt man sich auf einem Radlader zum Beispiel. Wir könnten auch einen Bagger anschließen, aber wir haben uns für den Radlader entschieden. Was passiert da jetzt? Hier sieht man Schlüsselanhänger. Bei uns auf dem Stand haben wir so kleine Schlüsselanhänger gemacht, gelasert, die jetzt bearbeitet werden. Und da kann jeder seinen Namen drauf einprägen und ihn als Schlüsselanhänger mitnehmen. Kleines Giveaway. Was kommt gerade besser an, der Schlüsselanhänger oder das Baggerfahren? Natürlich, logischerweise das Baggerfahren oder das Radladerfahrer. Gibt es eine Schlange? Ja, kommt drauf die Zeit an. Heute Nachmittag mit Sicherheit noch eine größere. Heute Vormittag ist es relativ gut besucht, aber noch nicht überfüllt. Alles klar. Wo kann man Sie denn finden, wenn man jetzt gerne mal Bagger fahren möchte oder mit Ihnen schnacken möchte über eine Ausbildung vielleicht? Ja, auf dem Stand M208. Und draußen im Freigelände, genau neben der Expo-Treppe, da bauen wir noch mit einem Originalstraßenfertiger eine Straße ein und mit einer Walze ebnen wir das ein und dann wiederum mit einem Radlader nehmen wir das Ganze wieder hoch. Also so ein Prozess, der da stattfindet. Also richtig große, echte Baumaschinen gibt es draußen zu sehen. Die können dann auch von den Schülern wirklich oben besetzt werden und auch mal mit Hebelchen gedrückt und so gefahren werden. Ja, richtig. Habt ihr schon mal gemacht? Also wir betreuen das ganze Jahr. Ich bin für die Walze und den Radlader zuständig. Dann haben wir noch zwei Leute für die Außensteuerstände und einer auf dem Fertiger. Die erklären das dann den Kindern oder den Interessenten und die dürfen dann auch selber fahren. Also so diese riesengroße Maschine mit dem Sand vorne drin. Das heißt, den rollt man dann aus und dann rollt man wieder ein? Also es ist so, dass also vorne im Fertiger das Material hineingekippt wird, macht normalerweise ein LKW. In unserem Fall machen wir es mit dem Radlader und dann legen wir die Straße auf eine Straße drauf. Das ist in diesem Fall, wir haben also so ein Mergelgemisch. Mergel-Sand-Gemisch. Was wir auftragen, sieht aus wie eine Straße, ebnen das dann mit der Walze nach, verdichten es und nehmen es hinterher wieder mit dem Radlader auf. Vielleicht könnt ihr drei noch mal kurz erzählen, was alles in euren Studien und Ausbildungen so alles drin ist. Was muss man alles machen? Ja gut, ich mache ja die Ausbildung zum Industriemechaniker. Die dauert 3,5 Jahre bei uns. Und das erste Jahr, da findet zweimal in der Woche Berufsschulunterricht statt. Da besuchen wir die Eugen-Reintje-Schule. Den Rest, also die anderen 3 Tage, sind wir in der Lehrwerkstatt und machen da halt verschiedene Projekte. Am Anfang ist es natürlich viel Feilen, viel Meißeln. Das gehört halt auch dazu. Dann nach der Zwischenprüfung geht es raus in Betrieb. Da machen wir einen Rundlauf durch die ganzen Abteilungen.
Da hat man dann auch nur noch im zweiten Lehrjahr Eintagsschule, Berufsschule. Und im Moment, also ich bin im vierten Ausbildungsjahr jetzt, mache ich meinen betrieblichen Auftrag für die Abschlussprüfung. Da bin ich halt die ganze Zeit in einer Abteilung und arbeite da an meinem Prüfungsstück. Du? Ja, bei mir ist das grundlegende Prinzip genau dasselbe, nur dass ich halt jetzt erst im zweiten Ausbildungsjahr, ich bin noch in der Lehrwerkstatt, bin mit dem Drehen und Fräsen und Feilen fertig und habe dann halt dieses Projekt, den Verbrennungsmotor, angefangen und auch zu Ende geführt. Okay. Und bei dir im dualen Studium, was ist da jetzt besonders, was ist da anders? Also ich habe die Ausbildung, die eben beschrieben wurde, genauso durchlaufen. Der einzige Unterschied, dass es halt von 3,5 Jahre auf 2 Jahre verkürzt ist. Und während den ersten 2 Jahren war es halt ein duales Studium. Ich war montags bis mittwochs immer in der Firma, bin meiner Ausbildung nachgegangen und Donnerstag, Freitag, Samstags war ich dann in Hannover in der Fachhochschule und habe dann Maschinenbaufachrichtung Produktionstechnik studiert. Jetzt bin ich mit meiner Lehre fertig seit Juli und muss noch 2 Semester Vollzeitstudium besuchen, montags bis freitags, und dann schreibe ich meine Bachelorarbeit später in der Firma. Alles klar. Prima. Dann vielen Dank, dass ihr da wart. Besucht die. Ihr könnt Bagger fahren gehen, aber auch Schlüsselanhänger machen und, was war das andere, Simulator gibt's auch noch. Genau. Und zu uns könnt ihr auch kommen, hier im TV-Studio auf der Ideenexpo. Hier kann man alles angucken, anquatschen. Und wir warten noch auf Willi Weitzel. Der soll nämlich gleich vorbeikommen. Willi will's wissen, kommt her. Und da könnt ihr auch gerne zuschauen.